Der vorletzte Spieltag in der Bundesliga steht an mit den Partien Dortmund gegen Mainz, Leipzig gegen Wolfsburg, Köln gegen Bayern, Bremen gegen Leverkusen, Gladbach gegen Freiburg, Frankfurt gegen Hamburg, Augsburg gegen Schalke, Hannover gegen Hertha und Stuttgart gegen Hoffenheim. Wenn es euch später gefällt, würde ich mich wie immer über eine Bewertung freuen oder über ein Abo oder auch über beides. Wie gesagt, wenn es euch gefällt, tippt auch immer gerne mit in den Kommentaren. Ich lese mir das immer durch. Wer glaubt, ihr steigt ab? Wer schafft es oben in die europäischen Ränge? Wer noch Interesse an der Konferenz hat, die ist oben rechts in der Infokarte verlinkt. Da ist auch alles etwas ausführlicher. Jetzt geht's aber los mit Dortmund gegen Mainz. Der 33. Spieltag beginnt mit Dortmund gegen Mainz 05 und beide Teams haben noch einiges auf der To-Do-Liste. Dortmund möchte sicher in der Champions League spielen in der nächsten Saison und Mainz unbedingt in der ersten Liga. Die bessere Anfangsphase hatten die Dortmunder. Doch es war zu Beginn der Partie eine ausgeglichene Partie. Chancen auf beiden Seiten, eine sehr unterhaltsame Partie bei bestem Fußballwetter. Hier hätte Marco Reus vielleicht noch einen Schritt gehen können, um den Ball dann über die Linie zu bringen. Doch Mainz nach dem 3:0 gestärkt gegen Leipzig. Eine überragende Partie, unter anderem er, Baku, der das erste Mal in der Startelf stand, seinen Auftritt noch krönen konnte, seinen ersten Saisontreffer erzielen konnte. Hier scheitert er ganz knapp. Eine halbe Stunde jetzt gespielt. Dortmund war hier spielbestimmt, das ist klar. Auch deutlich favorisiert für Mainz, könnte eventuell sogar ein Punkt schon zum sicheren Klassenerhalt reichen. Dafür müssten aber Hamburg und Wolfsburg patzen. Zweiter Durchgang, Dortmund erhöhte den Druck und die Mainzer gingen nicht wirklich zielstrebig hier auf Jarmolenko rauf. Der geht da viel zu geschmeidig durch die Abwehr und trifft. 54. Spielminute, das vierte Saisontor für den Ukrainer und jetzt muss Mainz wieder was tun. Die erste Halbzeit war sehr engagiert, auch in der Verteidigung konnten sie weitestgehend Dortmund von dem eigenen Tor fernhalten. Jetzt aber war es geschehen, weil hier De Jong und Diallo zu schwach raufgehen. Hack ist zu weit weg, weil der Marco Reus decken muss. Ein überragendes Spiel gegen Leipzig führte am Ende dazu, dass er mit seiner Verteidigung zu Null blieb und René Adler jetzt aber das erste Mal hinter sich greifen musste. Doch direkt im Gegenzug fast die gefährliche Aktion. Gerrit Holtmann, beziehungsweise gefährlich war die Aktion. Aber es ist keine Chance draus entstanden. Stunde jetzt gespielt. Wieder Holtmann, sehr auffällig am Anfang der zweiten Halbzeit. Jetzt ist Birki dazwischen, weil Holtmann der Ball etwas verspringt und er ihn nicht frühzeitig aufs Tor bringen kann. Viertelstunde noch zu gehen. Dortmund auch mit Nadelstich nach vorne. So häufig kam sie gar nicht in den gegnerischen Strafraum. Aber wenn, dann wurde es gefährlich. Philipp auf Marco Reus. Erst scheitert er an Adler, doch der Nachschuss sitzt dann. Erste Minute der Nachspielzeit. Borussia Dortmund macht den Deckel auf diese Partie. Bitter für Mainz, da sie sich mit einer engagierten Leistung eventuell sogar einen Punkt verdient gehabt hätten, doch Borussia Dortmund setzt sich hier mit Qualität durch. Nach dem enttäuschenden 1:1 gegen Werder Bremen, wo sie auch eine Vielzahl an Chancen nicht nutzen konnten, gewinnen sie jetzt wieder, ebnen damit den Weg für die Champions League in der nächsten Saison und der erste FSV Mainz 05 muss eventuell am letzten Spieltag nochmal so richtig zittern. Zwei bittere Rückschläge mussten diese beiden Teams am vergangenen Spieltag kassieren. RB Leipzig unterlag in Mainz mit 3:0, Keita gesperrt. Viel schlimmer hätte es kaum kommen können. Doch der VfL Wolfsburg hat bewiesen, dass es noch schlimmer kommen kann. 1:3 gegen den direkten Konkurrenten aus Hamburg. Eine unglaublich schwache Leistung abgeliefert. Und auch hier fanden sie sehr schwer in die Partie, mussten auf den gelb gesperrten Paul Verhaag in der rechten Verteidigung verzichten. Doch sie kamen dann auch zu Möglichkeiten kurz vor der Pause, die Divock Origi. Doch man merkte in diesem von Unsicherheit geprägten Bundesligaspiel, dass beide Teams nicht wirklich
gut an der Saison drin sind. Hier die Flanke, aber das ist kein wirklich zielstrebiger Abschluss, der Gulaschi in Schwulitäten bringen könnte. 51. Spielminute, es bot sich eine aussichtsreiche Freistoßposition für RB Leipzig. Kevin Campbell aber in die Arme von Kuhn. Kastels, kein Problem. Symptomatisch vielleicht ein bisschen dieser Abschluss. Für beide Teams ging es hier um sehr viel und beide Teams konnten dem Druck nach wie vor nicht wirklich gut standhalten. Leipzig versuchte es, wirkte im Spiel nach vorne doch auch sehr unglücklich und der VfL Wolfsburg kam, wenn dann mal, über Standardsituationen oder über den langen Ball. 64. Spielminute, Maxi Arnold bringt den Ball in den Strafraum und das der eingewechselte Brekalo. Beziehungsweise, nein, es war in diesem Fall Robin Knoche, der den Ball aufs Tor bringt. Doch auch das war von Gulaschi gut gemacht. Dann, knapp 10 Minuten vor dem Ende, Basoya mit dem Kopfball. Doch auch hier ist der Ungar im Tor wieder zur Stelle. Wenig später dann aber die hundertprozentige Möglichkeit. Und Timo Werner, der hat eben momentan keinen Lauf. Also trennen sich Leipzig und Wolfsburg 0:0. Leipzig muss um den Euroleague-Einzug weiterhin bangen und Wolfsburg um den Klassenerhalt noch mehr denn je. Der 1. FC Köln möchte sich nochmal mit einer vernünftigen Leistung aus dem heimischen Rhein-Energie-Stadion in der Erstligasaison verabschieden. Mit dem FC Bayern München kam ein attraktiver Gegner in die Domstadt, der allerdings auch einiges sich vorgenommen hatte hier für diese Partie. Hier ist der erste Schuss, der erstmal nur die Latte küsst. Doch wenig später Dorsch auf Juan Bernat und der macht das 1:0. 11. Spielminute, das erste Saisontor für den linken Verteidiger, der heute eher als Linksaußen agierte, und Dorsch, der schon sein erstes Bundesliga-Tor erzielen konnte, legt hier jetzt auch ein auf. Sörensen rückt in die Mitte ein und dann ist Bernat völlig verwaist auf der Außenposition und dann ist eben Horn gegen diesen cleveren angelupften Ball chancenlos. Also das frühe 1:0 für die Gäste, doch der 1. FC Köln brach nicht ein. Die Drucksituation, die sie lange Zeit hatten in der Saison, auch wenn ein bisschen Gewissheit immer mit dabei war, ob des Abstiegs, die konnten sie jetzt komplett von sich abstreifen und Yuya Osako fast mit dem 1:1 Ausgleich setzt sich gegen Rafinha im Duell durch. Doch nur wenig später, Terodde, abgewehrter Ball, Högerle clever quer und dann ist Bittencourt genau am richtigen Ort zur richtigen Zeit. 34. Spielminute, das 1:1, schon der Doppeltorschütze vom Spiel gegen den Sportclub Freiburg gewesen und jetzt ist er wieder der Torschütze. Macht das gut, wird ja vermutlich nicht bleiben, haut den Ball hier direkt unter das Dach. Der springt noch ein bisschen unangenehm auf, doch er hat die Technik, um den über die Linie zu bringen. Muss er natürlich auch machen aus der Distanz. Doch nochmal vor der Pause waren dann wieder die Gäste am Zug. Sandro Wagner, der FC Bayern München, spielte keine sonderlich überzeugende, überragende Partie, aber wenn man 2:1 führt, ja, dann hat man eben recht. Juan Bernat mit der Vorlage, Sandro Wagner, schöne Annahme, nimmt den einmal gut mit und dann hämmert er den unten links rein ins kurze Eck. Für Horn ist da trotzdem nichts zu machen, so schnell kann er nicht auf dem Boden sein. Stunde jetzt gespielt, der FC Bayern weiterhin mit der Dominanz, das ist auch dann irgendwann Pech, wenn man hier nur noch den Pfosten trifft. Ramos Rodriguez hat da nicht das Glück des Tüchtigen. Aber direkt im Gegenzug, es gab auch Möglichkeiten für den 1. FC Köln, doch die beschränkten sich auf Oberflächlichkeiten. Kopfball von Bittencourt für Ulreich, kein Problem. Aber kurz vor dem Ende dann nochmal Bayern. Ramos mit der Vorlage, Schabani, aber dem war kein Tor vergönnt. Trifft nur den Pfosten, nachdem Horn da noch wunderbar dran war. Also Köln verliert 1:2 gegen Bayern, verabschiedet sich damit von den heimischen Fans aus der ersten Bundesliga und der FC Bayern München siegt weiter und weiter und vor allem trifft auch Sandro Wagner weiter und weiter.
Werder Bremen mit dem zweiten Heimspiel in Folge und die Gegner hatten es durchaus in sich. Borussia Dortmund konnte man ein 1:1 abbringen. Jetzt kam Bayer Leverkusen, wo man nicht weiß, was man bekommt, wenn sie zu Besuch sind. Denn hier treten sie erstmal richtig auf. Die Gäste, die Werkself, früh in Führung. Klasse Tor von Kai Havertz, der hier den Ball bekommt von Karim Bellarabi und dann hämmert er den rein. Unglaubliche Aktion, doch die Partie deutete schon zu Beginn an, dass das wieder etwas Spezielles werden dürfte. 23 Spielminuten dann Vejkovic mit dem Foul, aber schauen Sie sich das nochmal an. Bellarabi geht da zu Boden wie ein Angeschossener. Und dann ist Kevin Volland eiskalt. 2:0 nach 23 Spielminuten. Die Partie in eine Bahn gelenkt, die nicht zwangsläufig abzusehen war, da Werder Bremen drauf und dran war, den Ausgleich zu erzielen. Er stand aber 0:2, doch nach einer halben Stunde kam dann Werder auf die Anzeigentafel. Gebre Selassie mit dem Flankenball und Max Kruse mit dem Anschluss. Sein 7. Saisontor ist per Kopf am richtigen Ort und markiert eben den wichtigen 1:2-Treffer rechtzeitig, dass auch noch der Ausgleich oder der Sieg im Endeffekt möglich wäre. Leverkusen ein bisschen wie ein aufgescheuchter Hühnerhaufen, so hart muss man das sagen. Und Kai Havertz ist dann eben kein Verteidiger, der Kruse nicht verteidigen kann. Aber kurz vor der Pause nochmal Leverkusen, Lars Bender macht es Kai Havertz nach und hämmert den Ball in den Knick. Pavlenka, der eine überragende Partie gegen Borussia Dortmund abliefern konnte, ist chancenlos. Bei allen drei Toren war er komplett machtlos. Und dann nochmal vor der Pause Leverkusen. Die spielten sich jetzt in einen Rausch. Leon Bailey 4:1. Zur Pause alleine schon 4 Gegentreffer. Das war natürlich deutlich zu hoch, da Werder Bremen auf Augenhöhe war, tendenziell sogar die etwas bessere Mannschaft. Doch wenn man 4 Gegentore kassiert in der ersten Halbzeit, dann darf man sich nicht beschweren, dass man zurückliegt. Doch sie wollten sich mit einem positiven Heimerlebnis verabschieden und sie kämpften und hauten alles rein. Rashica mit der Vorlage auf Max Kruse, doch der Abschluss stimmte in dieser Situation ganz und gar nicht. Kein Problem für Bernd Leno. Aber wir sind immer noch in der Anfangsphase der zweiten Hälfte. Bremen mit Chancen en masse. Doch es sollte einfach nicht sein. Junuzovic trifft auf der Linie nur Baumgartlinger, der die Brust reinhält und das Tor verhindert. Es kam nur dann sporadisch was von den Gästen aus Leverkusen. Lars Bender kann da das 5. machen. Pavlenka zeigt aber jetzt seine Klasse, kann sich mal auszeichnen. Die Zeit lief dann davon und auch die letzte Möglichkeit vergab Werder Bremen. Rashica scheitert mal wieder an Leno. Bremen verliert also 1:4 gegen Leverkusen. Es hätte auch gut und gerne 4:4 oder 5:5 ausgehen können. Leverkusen, die Chancen, die sie hatten, verwandelten sie und Werder Bremen war nicht kaltschnäuzig genug, um hier noch etwas mitzunehmen. Wer Christian Streich gesehen hatte nach dem 3:2 gegen den 1. FC Köln, der wusste, wie viel ihm das bedeutet und wie viel Druck da von ihm abgefallen war. Auch hier die Anfangsphase sehr gut von seiner Mannschaft. Die Breisgauer mit einem guten Passspiel. Tim Kleindienst leitet auf Höfler, der direkt weiter auf Terazzino und Nils Petersen macht das 16. Saisontor. Eine Bilanz, die zeigt, wie wichtig er für den Sportclub ist. Borussia Mönchengladbach nach dem 1:1 stark Personal gebeutelt, denn es fehlten Kramer, Westergaard, Zakaria, jeweils gelb gesperrt und Lars Stindl hatte sich ja schwer verletzt. Doch sie brachten trotzdem einiges nach vorne. Cuisance nach 17 Minuten versucht, den Ausgleich zu markieren nach Vorlage von Raphael, trifft jedoch nur das Außennetz. 22 Minuten gespielt, weiterhin Gladbach, die aktivere Mannschaft. Freiburg drohte sich so ein wenig auf der 1:0-Führung aus der 6. Minute auszuruhen. Doch Gladbach konnte eben die Chancen, die sie hatten,
noch nicht in Tore ummünzen. Es wäre schon an der Zeit gewesen, hier das ein oder andere zu erzielen. Aber auch vor der Pause war ihnen das nicht vergönnt. Josip Drimmitsch zielt zu ungenau und haut den Ball mit links einen knappen Meter am Tor vorbei. Vor der Pause dann konnten aber nochmal die Freiburger was zeigen. Und wieder Nils Petersen, der hier fast die Partie komplett auf den Kopf stellt. Alleine dieses 0:1 war vom Spielverlauf her schon nicht abzusehen. Das 0:2 hätte dem Ding noch die Krone aufgesetzt. Aber der zweite Durchgang bot uns dann wieder ein ähnliches Bild. Gladbach auf dem Weg nach vorne, aber zu unglücklich und ungenau im Abschluss. Raphael per Kopf eben. Aber relativ weit vorbei. Eine halbe Stunde jetzt noch zu gehen. Hazard nimmt sich dann aus der zweiten Reihe mal das Herz. Fehlt auch wieder nicht viel. Doch das Glück scheint in dieser Saison nicht bei der Elf von Dieter Hecking zu liegen. Der Abschluss war gar nicht so verkehrt. Aber jetzt noch eine Viertelstunde und wieder ist es Hazard, der die Chance vergibt. Wenn man so viele Chancen hat und diese nicht verwandelt, dann hat man vielleicht auch nicht verdient, einen Punkt mitzunehmen. Der Sportclub Freiburg rettet dieses 1:0 über die Zeit und durch das 0:0 von Wolfsburg in Leipzig sind sie damit gerettet. Herzliche Glückwünsche nach Freiburg. Nils Petersen ist mal wieder der Schlüsselspieler in diesem Konstrukt der Breisgauer. Eintracht Frankfurt möchte alles daran setzen, nicht noch die Euroleague-Plätze in der Bundesliga unabhängig vom Ausgang des DFB-Pokal-Endspiels zu verlieren oder zu verpassen. Aber der HSV hatte eine deutlich prekärere Situation. Sie mussten hier gewinnen in diesem Halbfinale, so titulierte es Christian Tietz höchst selbst. Das gegen VfL Wolfsburg, das Viertelfinale erfolgreich absolviert wurde, war der Schlüsselpunkt für diese Partie, denn der HSV konnte auch hier selbstbewusst auftreten. Keine dankbare Aufgabe gegen Eintracht Frankfurt. Sie machten das gut, doch die Gastgeber waren auch sehr gut in der Partie drin. Von Kovac und seinen mitgezogenen Unstimmigkeiten war nicht zu sehen. Branimir Hrgota, 32. Spielminute, das erste Saisontor. Und das könnte vielleicht den HSV in die zweite Liga stoßen. Ganz wichtiger Treffer, aber auch für die Eintracht, wenn man auf die Tabelle schaut, dann werden sie noch Punkte holen müssen, um am Ende nicht aus den Euroleague-Plätzen rauszufallen. Pollersbeck kann da nichts machen. Hrgota wird nicht richtig angegangen von Sakai, der nur passiv daneben steht. Und der Schuss ist dann zu wuchtig, als dass Pollersbeck da was tun könnte. Doch der HSV kam vor der Pause wiederum zurück, meldete sich zu Wort. Wood an den Pfosten und Luis Holtby steht korrekt. 1:1, das sechste Saisontor für den Mittelfeldspieler, über den man kaum noch Worte verlieren kann oder verlieren muss. Das ist schon einem Wunder sehr nahe. Hand hier mit der Vorlage auf Bobby Wood, dann ist Holtby genau da, wo man stehen muss und hat das Glück des Tüchtigen, dass er sich vielleicht in den letzten Wochen durch seine Leidenschaft und durch sein Herz erarbeitet hat. Also der HSV wieder in der Partie. Das mussten sie auch sein durch den Punkt, den Wolfsburg in Leipzig erringen konnte. Mussten sie hier zumindest einen Zehner mit nach Hamburg nehmen, denn das Torverhältnis spricht klar gegen den Hamburger Sportverein. Willems mit der ersten Möglichkeit, aber gut abgewehrt. Der HSV war leidenschaftlich, schmiss sich in jeden Ball rein. Und trotzdem konnten sie Frankfurt nicht komplett verhindern. Mijat Gacinovic, der nach dem Schuss von Abraham mit dem Kopf an den Ball kommt, stand da beim Abseits. Der Treffer hätte nicht gezählt. Doch der HSV kam jetzt in seine beste Phase der Partie. Albin Ekdal bedient von Filip Kostic und Radetzky greift ein. 65. Spielminute. Die Elf von Christian Tietz drehte jetzt nochmal auf, auch wenn der Schuss daneben gegangen wäre. Aber der anschließende Eckstoß wurde gefährlich, weil Frankfurt zu langsam rausrückt. Aaron Hahn von Santos bedient. Und der macht das 2:1. Schon den wichtigen Siegtreffer gegen Schalke erzielt per Traumtor.
Und jetzt ist er wieder zur Stelle. Zeigt den linken Fuß, den man in Hamburg so lange vermisst hatte, auf den man gehofft hatte. Und jetzt ist er zur Stelle, wenn es wirklich drauf ankommt. Radetzky kann da nichts machen. Wir sind jetzt schon in der Nachspielzeit. Frankfurt lief diesem 1:2 hinterher, wollte zumindest einen Punkt noch dingfest machen. Wolf, Hrgota trifft nur das Außennetz. Keine Minute mehr zu spielen, das wäre die Riesenmöglichkeit gewesen. Doch Frankfurt kam nochmal. Wir sind schon über die Nachspielzeit hinaus, um eine knappe Minute. Haller über die rechte Seite. Fabian und auch der letzte Abschluss sollte kein Erfolg bringen. Marius Wolf schießt vorbei und der HSV hat jetzt im letzten Spiel zu Hause gegen Gladbach, weil sie jetzt mit dem Sieg punktgleich mit den Wölfen stehen, nicht alles in der eigenen Hand, aber sie haben gute Aussichten auf den Klassenerhalt. Der FC Augsburg verschenkte eine 2:0-Führung in der Hauptstadt noch kurz vor Schluss. Relativ leichtsinnig, damit dürfte Manuel Baum nicht sehr zufrieden gewesen sein. Doch der Klassenerhalt steht fest, dementsprechend werden sie es auch verkraften können. Die bessere Anfangsphase erwischten hier die Gäste aus Gelsenkirchen. Guido Burgstaller mit dem doppelten Abschluss, erst per Kopf. Dann Klasse von Konoplyanka wiedergeholt, dann ist es das Außennetz, das den Treffer verhindert. Aber auch Augsburg konnte hier gut aufspielen, sehr befreit. Für Schalke geht es ja darum, die letzten Zweifel um die Champions League zu beseitigen, aber vor allem am Ende der Saison vor Dortmund zu stehen. Dazu mussten sie aber erstmal aufpassen, nicht den Gegentreffer zu kassieren. Die letzten Auswärtsspiele waren ja immer relativ holprig. Unbedingt überzeugend konnten sie da nicht auftreten. Aber hier kam sie vor der Pause doch zum Treffer. Das kam dann relativ aus dem Nichts. Guido Burgstaller in der Nachspielzeit des ersten Durchgangs macht dann doch das 1:0, wobei der FC Augsburg die deutlich stärkere Phase hatte. Da wurden sie dann leicht ausgekontert. Schmidt gegen Konoplyanka sieht nicht gut aus. Harit leitet weiter und Burgstaller, der nicht im Abseits stand, vollstreckt dann vor Marvin Hitz. Ziemlich eiskalt und lässt den Schweizer Hintermann keine Chance. Der, nachdem Andi Lute gegen Hertha spielen durfte, wieder zwischen den Pfosten stehen sollte. 51. Spielminute. Fast der Ausgleich. Sergio Córdova mit dem Abschluss, der auch getroffen hatte gegen Hertha. Ein Klasse-Tor dort erzielen konnte. Scheitert hier aber am Klasse-Hintermann der Königsblauen. Jetzt eine Stunde knapp gespielt. Augsburg weiterhin sehr gut in der Partie. Philipp Max nicht richtig angegangen und Córdova trifft jetzt. Eben noch gescheitert, jetzt aus kürzerer Distanz. Und mit überlegterem Abschluss lässt da Fährmann keine Chance. Also der 1:1 Ausgleich war besorgt, war auch verdient. Schalke spielte sehr fahrig, ließ viel zu. Und so auch weiterhin in der Partie. 67. Minute, also nur wenig später. Konoplyanka kann den Ball nicht klären. Und dann Katscher, der hier einen richtig klasse Schuss abliefert, klasse Schusstechnik, trifft nur das Aluminium. Doch der FC Augsburg weiterhin besser. Und wieder Katscher. Diesmal scheitert er nicht am Aluminium, diesmal scheitert er mal wieder an Ralf Fährmann, der bei Schalke den besten Spieler des Tages ausmachte. Klasse Parade, der hätte gesessen, hätte das 2:1 bedeutet. Aber vor dem Ende dann nochmal Schalke, überzeugend waren sie selten bei ihren Siegen, aber sie waren eiskalt und durch die Moral konnten sie sich auszeichnen. Kali Djuri, der hier den Flankenball bringt. Finn Bogason kann den Ball nicht klären. Und so fällt Goretzka der Ball vor die Füße, doch auch die letzte Möglichkeit wird vergeben. Eine spannende, eine unterhaltsame Bundesliga-Partie endet 1:1. Schalke, die etwas schwächere Mannschaft, hätte sich aber durch den Schuss gerade von Goretzka sogar noch den Sieg sichern können. Hannover 96 empfing den Berliner Sportclub. Die Hertha konnte sich durch einen engagierten Auftritt im Endeffekt noch ein 2:2 gegen Augsburg erkämpfen. Der Klassenerhalt war ja schon am 31. Spieltag sicher. Hannover möchte die letzten Zweifel wegwischen, doch hier
kamen erstmal die Gäste gut in die Partie. Salomon Kalou nach 14 Spielminuten trifft er aber nur. Die Latte hätte sogar noch gehen können. Geht aber direkt auf den Abschluss. Aber Hannover auch, ein Punkt würde schon zum Klassenerhalt reichen. Ganz sicher, unabhängig davon, was die Konkurrenz machen würde. Doch sie wollten im letzten Heimspiel der Saison nochmal zeigen, was sie für eine klasse Saison gespielt haben. Niklas Füllkrug hier im Pech, dass er nur den Außenpfosten treffen konnte. Aber direkt nach der Halbzeit Hannover besser in der Partie. Julian Korb mit dem Abschluss. Jahrstein dazwischen, aber Harnik nimmt den Abpraller auf. 8. Saisontor, das 1:0 für die Niedersachsen. Perfekter Start in die zweite Hälfte. Hertha hatte den Start etwas verschlafen. Hier Julian Korb, der das gegen Rekik zu einfach macht. Und der Kopfball von Harnik ist dann überlegt in die lange Ecke. Über Niklas Stark hinweg. Eingenetzt. Wunderbar gemacht vom hannoverschen Stürmer. Aber die Hertha gab sich nicht auf. Sie wollten sich auch nochmal positiv verabschieden. Sehr viele Fans aus der Hauptstadt waren dabei, machten eine gute Stimmung in der HDI-Arena. Selke war der Ausgleich aber noch nicht gegönnt. Aber eine Viertelstunde vor dem Schluss kam sie dann zum verdienten Ausgleich. 79. Spielminute, das 2. Saisontor für Niklas Stark. Der Innenverteidiger war nach einem Eckstoß mit vorne geblieben und tunnelt Philipp Czauner. Schön reingebracht, die Flanke. Flach und gefährlich von Andrei Duda. Und Stark ist dann in Mittelstürmerposition zur Stelle und überrumpelt Czauner, der da nichts machen kann. Doch nur wenig später Hannover wieder auf dem Weg nach vorne. Schwegler schießt plattenhart an. Ärgerliche Situation für den linken Verteidiger der Hauptstädter. Der Ball wäre deutlich vorbeigegangen. Aber so ist er für Rune Jahrstein nicht zu halten. Der postwendende Wiederführungstreffer, so muss man es ja sagen, für Hannover 96. Sie gewinnen also das letzte Heimspiel der Saison mit 2:1. Hertha konnte eine gute Partie abliefern, sich dafür nicht belohnen. Und so trennen sie sich im Endeffekt 2:1. Hannover sichert sich den Klassenerhalt frühzeitig und die Hertha will dann im letzten Heimspiel eine gute, eine stabile Saison mit einer vernünftigen Partie beenden. Wer hätte gedacht, dass der VfB Stuttgart am 33. Spieltag noch Aussichten auf die Europa League hat und die gar nicht mal unberechtigt sind, da sie unter Taifun Korkut überragende Arbeit leisten und klasse mittlerweile in der Saison angekommen sind. Gegen Hoffenheim starteten sie auch wunderbar. 11. Spielminute, Mario Gomez mit seinem 8. Saisontor spielt hier erstmal für Hoffenheim den Champions League Verderber und im Endeffekt kann es sogar passieren, dass sie dann in der nächsten Saison im selben Wettbewerb auflaufen. Die 11 von Julian Nagelsmann startete hier nicht gut rein in die Partie, wobei man auch sagen muss, dass der VfB Stuttgart ein wirklich undankbarer, ein unangenehmer Gegner ist. Nicht zuletzt bewiesen sie das gegen Leverkusen beim 1:0 Auswärtssieg am vergangenen Samstagabend. Der erste Durchgang gehörte ganz klar den Stuttgartern. Die großen Chancen kamen aber auf beiden Seiten nicht auf. Dennis Aogo, der Kopfball, mehr als harmlos, kein Problem für Oliver Baumann. Hoffenheim kam dann vor der Pause aber mal zu einer Möglichkeit. Andrej Kramaric versucht sich, der eine tolle Partie gegen Hannover abliefern konnte beim letzten Freitagsspiel, ist hier aber gegen Ron-Robert Zieler noch der Verlierer. Und hier kann sich dann auch Baumann unter Beweis stellen. Der Schuss von Mario Gomez wäre aber wohl auch nicht aufs Tor gekommen. Stuttgart wollte die Partie entscheiden. Das ist Santiago Ascasiba, der mit einer schönen Technik den Ball aufs Tor bringen will. Da fehlt nicht viel. Kann sich aber für diese tolle Annahme und diesen schönen Schuss nicht belohnen. Und auf der anderen Seite kam dann Hoffenheim. Eine Mannschaft, die schon deutlich besseren Fußball in dieser Saison gespielt hat, aber auch irgendwann mal das Glück des Tüchtigen auf der eigenen Seite hat. Andrej Kramaric also doch noch mit dem Ausgleich. 84. Spielminute.
der Kroate erzielt das wichtige 1:1, dadurch, dass Leverkusen in Bremen gewonnen hat. Ist es für sie auch wichtig, hier zumindest einen Punkt mitzunehmen. Und den scheinen sie hier erstmal festmachen zu können. Ziele aus der Distanz ist dort kein Vorwurf zu machen. Aber die Partie war noch nicht vorbei. Hoffenheim wollte noch einen drauflegen. Die Nachspielzeit war sogar schon abgelaufen. Nadim Amiri auf Grilic. Doch Askar Sieber haut alles rein, was er hat, und hält diesen Punkt für Stuttgart fest. Ein Resultat, das unterm Strich in Ordnung geht. Aber beide Teams werden damit nicht so gut leben können, weil es für Stuttgart mit der Euroleague und für Hoffenheim mit der Champions League sehr schwer werden dürfte am 34. Spieltag. Jo, das waren die Spiele der Prognose. Ich hoffe wie immer, es hat euch gefallen. Wenn ja, würde ich mich über eine Bewertung oder ein Abo freuen oder auch über beides. Aber wenn es euch gefallen hat, ihr seht noch die Tabelle und tippt gerne in den Kommentaren mit. Würde mich auf jeden Fall freuen. Ich weiß noch nicht, ob ich es schaffe, am Samstag zu streamen. Wenn ja, dann werdet ihr das sehen. Ansonsten werde ich da einen kleinen Ersatz für euch parat haben. Viel Spaß mit der Bundesliga, genießt es nochmal. Bis dann und ciao.